Was ist Ihr liebstes Werkzeug? Der Hufkratzer. Beim Reiten. Dann bin ich nicht in meinem Reitstall, dann fühle ich mich wohl. Und wenn ich den Hufkratzer in der Hand habe, dann habe ich auch geritten und dann habe ich die Hufe ausgekratzt und dann ist es ein gutes Gefühl. Wo bekommen Sie die besten Einfälle? Im Reitstall. Wofür haben Sie als Kind richtig Ärger bekommen? Oh, da habe ich die Fensterscheibe von meinem Golf eingetreten. Das hat Ärger gemacht, aus einem Reflex raus. Windschutzscheibe, ja, genau. Da war ich so sauer auf meine Mutter. Da habe ich mich ins Auto gesetzt und habe die Beine hoch, war Sommer, Beine hochgestellt auf das, vorne aufs Auto und dann über die Situation nachgedacht. Dann habe ich einmal getreten gegen die Scheibe und dann war die Scheibe kaputt. Und dann hatte ich Ärger. Welchen Satz Ihrer Eltern konnten Sie nicht mehr hören? Ach, morgens früh bist du schon wieder schlecht gelaunt. Welche Hauptrolle würden Sie gerne spielen? Gar keine. Nee, lieber im Hintergrund. Statist. Wo kommen Sie zur Ruhe? Abends, bei mir zu Hause, wenn ich dann irgendwann auf meinem Sofa liege. Mit wem würden Sie gerne im Fahrstuhl stecken bleiben? Nee, im Fahrstuhl? Mm-mm. Mit keinem. Wann haben Sie das letzte Mal eine Nacht durchgemacht? Silvester vor 2 Jahren. Nicht dieses Jahr Silvester, das Jahr davor. Bis morgens um 6. Eine Fee gibt Ihnen einen Wunsch. Welche Zerstörung würden Sie rückgängig machen? Ja, würde ich schon Richtung Umwelt gehen. Ne? Also das war das alles zum Stoppen kriegen oder nochmal zurückdrehen können, dass die Luft sauberer ist, dass wir nicht so viel Ausschuss haben. Die Richtung. Was finden Sie überflüssig? Da würde mir jetzt als erstes Bürokratie einfallen. Da müsste ich ein bisschen überlegen. Vielleicht auf dem Weg zum Stall der Stau oder der Stau auf der Autobahn grundsätzlich. Und ja klar, Krieg. Sowieso. Wie sollte der Titel Ihrer Biografie lauten? Biografie. Das Rückblick. Wir sind noch im Vormarsch. Noch gar nicht.